Freiheit für unseren Genossen Said Melke. Ein Aufruf zum Handeln. Said Melke ist ein wichtiges und prominentes Mitglied des Bethnahrin National Council, MUB. Er setzt sich seit Jahren aktiv für die Freiheit, die Identität und die Rechte der Syrioje ein. Bereits in jungen Jahren engagierte und kämpfte er für die nationalen, politischen und sozialen Rechte der Chaldäer, Assyrer, Aramäer, auch Syrioje genannt, sowohl in Europa als auch in den Heimatländern ein. Zusammen mit seiner Mutter und seinen drei Kindern nahm er in den 1990er Jahren an zahlreichen politischen und sozialen Aktionen teil. Er war auch stets einer der Mitorganisationen und schloss sich im Jahr 2000 unserer nationalen Bewegung an. Said Melke war und ist für uns mit seinem Mut und seinem Tatendrang immer ein leuchtendes Beispiel. Am 12. August 2013 wurde unser Kamerad in seiner Position als Vizepräsident der Partei der Syrischen Union am helllichten Tag von syrischen Regierungstruppen am Flughafen Qamishli in Nordsyrien widerrechtlich verschleppt. Als Mitinitiatoren der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien unterstützen wir nachdrücklich die Demokratisierung in Syrien. Wir werden im Normen und Werten einer intakten und funktionierenden Demokratie jederzeit verteidigen, uns immer dafür einsetzen. Aus humaner Sicht ist es kaum zu fassen, dass von unserem Freund auch 6 Jahre nach seiner illegalen, ja ganz menschenrechtsverachtenden Verschleppung immer noch jede Spur fehlt. Was wir heute wissen ist, dass er einige Tage nach seiner widerrechtlichen und willkürlichen Verhaftung in Qamishli nach Damaskus versetzt wurde. Auch während seiner Haft in Damaskus erhielten weder seine Familienmitglieder noch seine Kameraden und Freunde Informationen über die Situation und über seinen Gesundheitszustand. Von Regime erhielten wir, aber auch seine Familienmitglieder, immer nur vage und widersprüchliche Informationen. Das syrische Regime hat bis heute noch keinen einzigen, auch nur halbwegs plausiblen Grund für seine Verhaftung genannt. Die syrischen Behörden versuchen uns stets mit gefälschten Dokumenten zu täuschen und zu manipulieren. Dem syrischen Regime sagen wir deshalb hier an dieser Stelle klar und deutlich, dass wir ihnen nicht glauben, auch nicht auf sie hereinfallen werden. Ein Regime, das täglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, ist niemals glaubwürdig. Wir fordern konkrete Antworten und Beweise, keine leeren Worte. Die unerträgliche Situation unseren Genossen Said Melke wurde mehrfach von der SU und ihren Schwesternorganisationen in Gesprächen mit verschiedenen Regierungsbehörden und internationalen Menschenrechtsorganisationen angesprochen. Leider bis heute erfolglos. 6 Jahre nach der illegalen Verschleppung unseren Genossen Said Melke appellieren wir daher eindringlich an unser Syrioje-Volk, an die internationale Gemeinschaft und an alle demokratischen Organisationen, sich für die Freiheit unseren Genossen Said Melke hinzuarbeiten. Im gleichen Atemzug fordern wir auch die Befreiung der beiden entführten Bischöfe von Aleppo, Johannes Brahim und Boulos Yazici, der griechisch-orthodoxen Kirche. Wir fordern unseren Syrioje-Volk auf, sämtliche Aktivitäten für die Freilassung von Said Melke und die unserer Bischöfe zu besuchen und damit ihre Solidarität kundzutun. Je mehr Aktionen organisiert und werden, umso mehr wird der Druck auf die Vereinten Nationen, Menschenrechtsorganisationen und Regierungen maximiert, um sie lediglich zum raschen Handeln zu zwingen. Sie alle müssen den Druck auf das syrische Regime erhöhen, um so entweder die Freiheit zu erwirken oder mindestens die Herausgabe des Aufenthaltsorts unseren Genossen Said Melke erzwingen. Freiheit für Said Melke!